Ja, sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Das Parlament war heute sehr aktiv. Wir haben das Geschäft noch fertig beraten und ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen kommen dann auch noch. Ich bin etwas unhöflich gleich nach der letzten Abstimmung davongerannt, aber die anderen sind sicher auch noch auf dem Weg zu uns. Ich freue mich riesig, dass wir heute so zahlreich miteinander über dieses wichtige Thema E-Voting diskutieren können. Sie wissen, was ist eigentlich besser geeignet als erster Anlass zu Beginn einer neuen Legislatur, als das Thema E-Voting miteinander zu diskutieren. Und deshalb freue ich mich riesig, dass wir ausgebucht sind. Es haben sich rund 80 Teilnehmende angemeldet und es sollten insgesamt 16 Nationalrätinnen und Nationalräte zu uns stoßen und ich bin auch riesig erfreut, dass alle Bundesratsparteien und auch die anderen Parteien selbstverständlich vertreten sein werden. Das ist ja ein wichtiger Punkt von PALDIGI. Ich gestatte mir Ihnen kurz unsere parlamentarisch-digitale Gruppe vorzustellen. Wir wurden ja kürzlich im Twitter erwähnt, dass wir sehr einflussreich sind. Da sind wir natürlich stolz, dass wir als einflussreich gelten. Als wir uns 2009 gegründet haben, hat man uns noch so belächelt. Wir waren diejenigen, die in der Bundeskanzlei das Beschaffungswesen etwas kritisiert haben und davon ausgegangen sind, dass zukünftig eben nicht mehr so viel freihändige Beschaffungen erfolgen. Unterdessen, glaube ich, werden wir als ebenbürtig Partner wahrgenommen, die sich eben im digitalen Zeitalter positionieren. Das Co-Präsidium besteht aus Christian Wasserfallen und meiner Person. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Christian Wasserfallen bestens entschuldigen. Er hat leider eine andere Verpflichtung heute Abend, aber deshalb hat man ja schließlich ein Co-Präsidium, damit die andere Hälfte dann da ist. Das Kernteam besteht aus Balthasar Glättli, er vertritt die Grüne Partei und von der SVP ist ganz neu Franz Grütter dabei. Ist er schon hier? Nein, ist noch unterwegs. Er vertritt die SVP in unserem Kernteam. Kathi Rickli von der CVP, Rosmarie Quadranti, die BDP und Thomas Weibel. Ihn habe ich vorhin gleich gesehen. Er ist bereits hier. Herzlich willkommen, Thomas. Wir haben über 42 Vorstöße eingegeben, 10 Dinners organisiert, 4 Open Hearings, Roundtables, Meetings mit Bundesrätinnen, Bundesräten, mit der Bundeskanzlei und alles Weitere sehen Sie auf unserer Website www.digitalenachhaltigkeit.ch. Ich komme bereits zum Einstieg, weil wir wollen ja die Verspätung, die wir ausgelöst haben, aufgrund unseres Parlamentsbetriebes wieder etwas aufholen. Und irgendwann haben Sie dann sicher auch Hunger und freuen sich mindestens mal auf die Vorspeise. Das Programm sieht so aus. Als erstes wird uns Barbara Beria, die Leiterin der Sektion Politische Rechte bei der Bundeskanzlei, einen Rückblick über das E-Voting bei den Wahlen 2015 geben. Danach geht es darum, dass wir die verschiedenen aktuellen Modelle näher kennenlernen. Anja Widen-Guelpa, Staatskanzlerin Kanton Genf, wird uns das E-Voting-Projekt vorstellen, wie es im Kanton Genf erfunden worden ist, sag's mal so. Dann Dr. Peter Grünenfelder, er ist Staatsschreiber des Kantons Aargau, wird uns das Projekt der Kantone vorstellen. Ich komme aus einem Kanton, Thurgau, wo die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer dann alle enttäuscht waren, dass sie eben nicht über E-Voting abstimmen durften. Aber da hören wir dann, wie es eben anfangs weitergehen soll. Und dann hören wir Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation der Schweizerischen Post. Auch die Post ist in diesem Bereich aktiv, nicht nur beim elektronischen Patientendossier, auch in der E-Voting-Plattform möchte die Post einen wichtigen Part übernehmen. Und anschließend wird dann unser Geschäftsführer Matthias Stürmer ein Podium moderieren. Dort werden Sie dann auch noch Professor Dr. Erich Dübi, Abteilungsleiter Informatik der Berner Fachhochschule, kennenlernen und Hannes Gassert, Internetunternehmer, werden zusammen diskutieren. Den Schluss werde wahrscheinlich auch wieder ich machen, weil Christian Wasserfallen muss sich leider für den ganzen Abend entschuldigen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine angeregte Diskussion und wir sind natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie der Rückblick aus Sicht der Bundeskanzlei ist und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend und besten Dank auch jetzt schon allen Referierenden, dass Sie heute bei uns sind. Besten Dank. Applaus